Willkommen zurück bei Dragon's Dogma. Wir haben dann das Gemetzel hier beim letzten Mal doch noch gerade so irgendwie überstanden. Und wir nehmen mal die anderen noch mit, die hier rumstehen. Hier war noch einer, da hinten auch noch irgendwo einer. Und dann versuchen wir uns da mal langsam vorzukämpfen. Die scheinen hier ihr richtiges Lager zu haben. Ah, okay, ich glaube auch unsere Vasallen, die wir dabei haben, die sind vom Level her viel zu gering. Ich glaube, so Level 10 oder 12 oder 13 höchstens hatte die Adora oder die Yennefer, eine von beiden. Kann ich direkt nochmal speichern, nachdem wir die ganzen Leute hier umgebracht haben. Oh. Doch, das war ein Gegner, oder? Da habe ich jetzt aus Versehen jemanden umgebracht, was ich gar nicht hätte machen sollen. Moment, das muss ich mal kurz, das möchte ich mal bitte neu laden. Jetzt war ich mir nicht sicher, ist das vielleicht doch nur so ein Lager mit Verbündeten vielleicht? Das war jetzt komisch, als ich den angegriffen habe, der hat halt erstmal nicht reagiert und dann auch gar nicht. Sehen wir mal das Hauptmenü. Und auch halt gar nicht dergleichen getan dann erstmal. Und er hat auch keinen Lebensbalken. Deswegen war ich jetzt verwirrt, nicht, dass ich hier jetzt aus Versehen ein Lager von uns oder so auseinandernehme. Weil auch die Gegner an sich sehr schwach waren. Die Kuppen von Vestad. Aha. Okay. Ha. Glück gehabt, es ist doch ein verbündetes Lager. Ja. Das wäre es gewesen, wenn ich mich jetzt hier durchgemetzelt hätte und einfach mal das Lager auseinander. Die Ruinen von Schloss Ernst. Nett. Haben wir jetzt hier einen Reisepunkt? Das wäre toll. Es ist doch gelohnt, sich hier durchzukämpfen. Ja, schön, dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Ah, da hat jemand was für uns. So, the celebrated arisen is come. You look able enough, but I've no patience for pomp. I'm a man of substance, you see. I've a policy of speaking only with folks possessed of their own will. We've our own ways of testing the strength of a fellow's will here, if you've the stomach for it. There's naught can prove a man's will but his actions. 'Tis actions brings a band like mine together. Results. If you would walk among us, you'll adopt the same philosophy. Which is to say, you'll do as you're told. So listen well. You've two paths before you. The first is to quash the competition. To the northwest lies a rival band of thieves. See a few of their numbers laid to rest permanently. The second is to rid us of a traitor. There is one who broke his oath and left this place without my leave. Find him. See that he reaps the consequences. Make your choice. I care not which. Do what we shall talk of recompense then. Ich würde gerne die Diebesbande ausschalten im Nordwesten irgendwo. Also der hat uns jetzt
die Aufgaben gegeben, dass wir entweder einem Verräter finden sollen und ihm seine gerechte Strafe zufügen sollen, oder halt so eine Diebesbande auseinandernehmen. Steht hier im Westen, okay. Das können wir machen. Das können wir machen mit der Diebesbande. Halt. Banditen kennen keine Ehre. Der Anführer der Banditen hat zwei Optionen für euch. Tötet seine Rivalen im Westen oder einen Deserteur aus seiner Bande. Ne, ich würde hier gerne im Westen töten. Ach Gott, wie weit im Westen ist das denn? Da oben. Das soll wohl ein Witz sein. Wir sind da unten. Oh Gott, das finde ich immer so krass, dass die Entfernungen dann so übel groß sind. Naja, wir schauen uns erstmal weiter um. Vielleicht haben wir hier so einen Vasallenstein, dass wir den nochmal austauschen können. Kiste. Ein Harnisch gefunden, das ist ja nett. Halt. Kann man gar nicht anlegen. Das ist so dumm. Echt ohne Scheiß. Ich wollte doch nicht den kaputt hauen, sondern bloß diese Kackkisten. Oh, sorry, Leute. Das ist so dämlich gerade. Okay, es ist nicht viel passiert. Wir machen das jetzt noch schnell. Ich quatsche den nochmal ruckzuck an. Sonst kannst du keine Leute irgendwo angreifen, wenn du in irgendeiner Stadt bist. Aber da das hier wahrscheinlich zu dem zur offenen Welt, also hier hat es ja nicht geladen, als wir rein sind, irgendwie dazugehört. Das ärgert mich gerade wieder. Entschuldigt bitte. Ha! Das ist ja super. Hat direkt hier drin nochmal gespeichert. Haben wir auch schon die Aufgabe angenommen? Ja, haben wir. Ich quatsch den nur nochmal kurz an. Lalala. Super. So, dann sind wir hier hinten rein. Oder? Moment, ich muss mich kurz orientieren. Da geht es irgendwie hoch. Ne, da drüben sind wir, glaube ich, rein. Hier. Da geht es auch noch hoch. So, da holen wir uns nochmal den Harnisch. Steht der Idiot jetzt wieder hier rum? Ja. Okay. Finden wir bestimmt mit Sicherheit noch irgendwo was. Komme ich doch bestimmt hoch, oder? Nee. Na gut, dann gehen wir erstmal hier hoch. Da unten scheint auch noch mal ein kleines Lager zu sein, so kurz vorm Strand dort rechts. Mit den beiden wehenden Planen. Ach, guck mal, hier geht's noch runter. Direkt an der Küste von. Ja. Weiß ich jetzt nicht, was das für ein See oder für ein Meer ist. Ach, Moment, da stand noch vorne die Küste von. Weiß ich nicht mehr. So, was haben wir hier? Drachenwehr, Duftwasser. Hey Leute, macht einen ruhigen. Die verstehen ja keinen Spaß, wenn man aus Versehen einen von ihnen tötet. Da ist noch eine.
Oh, ein großer Geldbeutel, 3.500. Gibt es auch riesige Geldbeutel, also noch größere? Bestimmt. Sind ja noch ganz am Anfang. Ich würde dann, glaube ich, auch bald mal die Laufbahn einfach mal wechseln, damit wir da noch mal was anderes sehen. Noch eine. Dämmerungsschuhe. Doch hier. Achso, wir haben vorhin die Diebeshandschuhe beim zweiten Mal gefunden und nicht die, den Harnisch. Abwehr steigt ein bisschen. Ich rüste die mal aus. Ne, die Dämmerungsschuhe haben wir gefunden. Kann die Sarah die anziehen? Ja. Magische Abwehr ein bisschen mehr. Rüsten wir sie immer aus. Ah, da drüben geht's weiter. Ach, verdammt. Da oben ist doch eine Truhe oder so. Ja, guckt euch das an. Sogar so eine schicke Truhe. Salome. Das Grimoire. Bringt das Grimoire zu Steffen. Ach Quatsch. Okay. Das ist ja nett. Das nenne ich mal Zufall. Oh, das war Glück. Okay. Können uns auch fallen lassen. So. Da waren wir. Ich würde hier gerne mal runtergehen zur Küste. Ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass hier nicht jeder ewig viel zu erzählen hat, bloß die Leute, die halt Aufträge für einen haben. Das stört mich manchmal bei neueren Rollenspielen, dass du mit jedem ewig quatschen kannst. Da habe ich eigentlich immer nicht so eine Lust drauf. Aber wenn das halt nur die Auftraggeber machen, so ein paar Sätze, ist das ganz okay. Hier ist doch bestimmt nochmal was, oder? Nee? Eine leere Flasche. Hat sich's doch gelohnt. Und Wolkenwein, hat sich's auch gelohnt. Da bringt nämlich ein bisschen Geld, falls wir den mal verkaufen wollen. Cool. Unten liegt sogar ein Schiff an. Also ein Schiff ist zu viel gesagt. Ein kleiner Kutter. Das ist aber nett gemacht hier. Okay, schade. Mal, was sich da aufgetan hat. Ach du Scheiße. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Laufbahn wechsle und später die vielleicht nochmal wieder haben möchte, bleibt da der Laufbahnrang vorhanden? Bestimmt. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe mal von aus, ja, weil man ja auch die permanenten Boni behält. Toll, jetzt stehen da ringsrum so kleine Gegner. Und das große Monstrum.
Na, der hat sich gerade schlafen gelegt. Ich gehe auch mal bei dem von aus, dass der uns ruckzuck erledigt. Schlafpfeil. Noch keinen Schnellreisepunkt entdeckt. Entweder müssen wir diese Reisekristalle oder wie sich das nennt, in dem Ort nochmal finden oder es gibt hier keinen. Ich will mich jetzt auch noch nicht unbedingt mit dem Monster da hinten anlegen. Wir müssten dann auch langsam mal erst die Vasallen austauschen. Die sind wirklich ein bisschen schwach. Und die gehen wir mal hier rüber zurück. Gab ja noch die eine oder andere Ecke im Lager, die wir noch nicht abgesucht haben. Warum guckt der immer nach rechts? Ich kapiere das nicht. Verbiegt immer übel seinen Kopf. Hier ging es hoch. Sterbe ich, wenn ich hier runterfalle? Wissen wir, es gibt echt bloß den einen Weg hier rauf und wieder runter. Aha. Guck mal an. Ach so, okay. Hätte ich abkürzen können. Scheiße. Ja, gut zu wissen. Unten irgendwas. Es wird schon dunkel langsam, also wir müssten da noch mal vielleicht irgendwo schlafen. Was ist denn hier los? Ah, eine nette Abendveranstaltung. Ah, das wäre schade, wenn wir uns hier nicht her teleportieren können. Vielleicht klappt das, nachdem wir seine Aufgabe gemacht haben, aber boah, das ist halt ewig weit weg, bis wir da mal hinkommen. Okay, da gab es wohl doch nicht so viel mehr hier zu entdecken im Lager. Ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, was es da in der Richtung gibt, wenn wir hier weiterlaufen. Habe ich keine Ahnung. Ist noch so ein Echsenvieh. Das hält aber deutlich mehr aus als die anderen, kann es sein. Oh oh. Das werden wir gleich sehen, wenn wir die HP bekommen, falls was töten. Oh, nicht mal das zieht besonders viel Schaden ab. Ach du meine Güte. Ja, auch 456 ohne Echsenschuppe. Schön. Da ist noch einer. Adora, ich komme. Oh, daneben. Jetzt aber. Ein bisschen auf die Ausdauer aufpassen.
Haben wir den Schwanz abgehauen? Schön. Okay, ich würde sagen, ich mache mich mal auf dem Rückweg nach Gransoren. Und der ewige Reisestein, das ist was. Wenn ich das doch eher gewusst hätte. Naja, und ab dafür. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Die Zeit ist eh schon vorbei. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und in der nächsten Folge suchen wir uns dann mal. Ach, hier sind wir. Suchen wir uns dann einfach mal eine neue Laufbahn raus und bis dahin, ciao.